Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich auf dem 5. Jura Health Kongress in den Kölner Sartori-Sälen willkommen heißen. Der diesjährige Jura Health Kongress beschäftigt sich mit dem Thema Umgang mit Gewalt. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des etwas schwierigen, sperrigen Themas so zahlreich erschienen sind. Es handelt sich allerdings um ein Thema, was die breite Öffentlichkeit erreicht hat. Vor genau einem Monat, am 24.04.2012, wurde in der Tagesschau zur besten Sendezeit um 20 Uhr über das Thema Gewalt in der Pflege berichtet. Anlass dieser Berichterstattung war der dritte MDS-Qualitätsbericht. Ich hätte Ihnen gerne eine kurze Sequenz vorgespielt, habe ich jetzt hier auch eingespielt, aber aus urheberrechtlichen Gründen lasse ich das jetzt erstmal bleiben. Aber dort wurde ein Satz geäußert, die Frau Steffens hat ihn kurz angedeutet, ich möchte ihn aber nochmal ausführen, in dieser Berichterstattung, welche die Brisanz zu diesem Thema ganz besonders deutlich herausstellt. Es wurde dort ausgeführt, dass in deutschen Altenheimen mehr Alten- und Pflegeheimen, weil der MDS-Bericht beschäftigt sich ja nur mit der Pflegesituation, in deutschen Alten- und Pflegeheimen mehr Bewohner einer freiheitsentziehenden Maßnahme zugeführt werden, als wir Insassen in deutschen Gefängnissen haben. Diese Aussage wurde unmittelbar, ich weiß nicht, ob der ein oder andere diesen Bericht gesehen hat, wurde unmittelbar in der Tagesschau dann wiederum revidiert und dementiert. Allerdings bleibt sowas natürlich in den Köpfen der Zuschauer, in den Köpfen der Verbraucher hängen. Ich würde fast sagen, es findet so eine Art synaptische Verknüpfung statt. Zumindest war das bei mir der Fall gewesen. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt nur mal anschauen, es ist eher ungewöhnlich, dass man in einer Eröffnungsansprache jetzt solche Slides zeigt, aber ich möchte gerne hier die beiden Zahlen, die mir ganz wichtig sind, einmal herausheben. Also in dem MDS-Qualitätsbericht wurde herausgestellt, dass wir über 12.000 Personen haben, die freiheitsentziehende Maßnahmen zugeführt werden. So, das heißt, es beginnt mit einem Bettgitter, Frau Steffens hat ja in ihrer Ansprache auch darauf hingewiesen, beginnt mit einem Bettgitter, geht über natürlich Medikation, geht über Sedierungen, dann zum Therapietisch. Therapietisch finde ich ganz toll, das hört sich so unprätentiös an, so ungefährlich. Aber da wird, wie gesagt, das wissen Sie selber viel besser, wird wie gesagt in den Stuhl ein sogenanntes Stuhlbrett eingezogen, sodass der Betroffene sich aus dem Stuhl nicht fortbewegen kann, was selbstverständlich dann auch eine Freiheitsentziehung darstellt und geht über dann zu Fixierungen, Isolierungen oder aber auch geschlossener Unterbringung, welche in Altenheim ja durchaus auch stattfinden kann. Aus juristischer Sicht finde ich die 11,2% besonders interessant. Nämlich bei diesen 11,2% findet eine freiheitsentziehende Maßnahme ohne Rechtfertigung statt. Das heißt, eine freiheitsentziehende Maßnahme ohne Einwilligung des Betroffenen oder des gesetzlichen Vertreters beziehungsweise die vielleicht erforderliche Genehmigung durch das Betreuungsgericht fehlt. Das bedeutet, wenn wir das mal juristisch nochmal herausklamüsern, das bedeutet, dass wir in Deutschland knapp 1.400 Freiheitsberaubungen in deutschen Alten- und Pflegeheimen begangen haben. Warum wird da nicht so viel verfolgt gerichtlicherseits? Wo kein Kläger, da kein Richter. Die Lobby ist ja sehr schwach, deswegen freue ich mich auch sehr, dass quasi das Ministerium, das Gesundheitsministerium den Begriff Alter mit in den Titel aufgenommen hat, um sich dieser Gruppe entsprechend annehmen zu können. Aber es ist natürlich bedenklich, einmal aus Sicht der Einrichtungen, wobei die Einrichtung als solches juristisch und strafrechtlich nicht verfolgt wird. Wir haben ja das sogenannte Individualstrafrecht. Aus der Sicht der Handelnden besonders bedenklich und insbesondere natürlich auch aus der Sicht der betroffenen Bewohner. Da wurde ja in der Begrüßungsansprache von Frau Steffens, ich denke auch von Frau Lutz entsprechend darauf hingewiesen. Aber wenn wir uns auch die absolute Zahl anschauen, über 12.000 freiheitsentziehende Maßnahmen, dann ist das auch schon durchaus diskussionswürdig. Und wenn wir uns das auf das gesamte Gesundheitsgebiet ausdehnen, also nicht nur den pflegerischen Bereich, sondern auch die Krankenhäuser und die Psychiatrie mit einbeziehen, dann werden Zahlen genannt. Wir haben sie dann auch in unserer Sonderausgabe entsprechend dargelegt.
über 100.000 Personen werden in deutschen Gesundheitseinrichtungen fixiert bzw. der Freiheit entzogen. Und da drängen sich geradezu zwei Fragen auf. Und die erste Frage ist, wieso haben wir so viele freiheitsentziehende Maßnahmen? Frau Steffens hat in ihrer Ansprache natürlich auch auf dieses Spannungsverhältnis hingewiesen, in welchem sie, insbesondere die Pflege, steht, dass eben das Damoklesschwert der haftungsrechtlichen Inanspruchnahme über ihnen schwebt. Und was ganz interessant ist, der MDS-Bericht ist ja quasi von den Krankenkassen initiiert worden. Und wenn man mal schaut, wer klagt bei einem Sturz, dann sind es tatsächlich, in einer Diplomarbeit wurde das mal entsprechend ausgewertet, da wurden alle Sturzurteile entsprechend qualifiziert und untersucht. Und dann war es tatsächlich so, dass in 88,2% der Fälle nicht der Patient oder der Betreuer oder der Angehörige der Kläger ist, sondern dass die Krankenkassen versuchen, Schäden, die aus einem Sturz resultieren, zurückzuverlangen von ihnen. Und daher tendiert man vielleicht häufiger zum Gesundheitsschutz und weniger zum Selbstbestimmungsrecht. Die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich die Frage, wie können wir diese Fallzahl drastisch, signifikant reduzieren? Und ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung uns hierzu doch eine Reihe von Lösungsansätzen und Lösungsmöglichkeiten geben wird. Wir betrachten das Thema Gewalt, was wie gesagt nicht nur eindimensional auf die Freiheitsentziehung zu beziehen ist, aus den unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Gewalt kann in vieler Art geäußert werden gegenüber dem Patienten, aber es gibt natürlich auch Gewaltszenarien vom Patienten gegenüber den Mitarbeitern des Gesundheitssystems. Auch das wollen wir einer Betrachtung zuführen, und zwar aus den Perspektiven der Medizin, aus den Perspektiven der Pflege und natürlich auch aus der Perspektive der Rechtswissenschaft. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei allen Referenten bedanken. Ein Anruf genügte und ich bekam die Zusagen. Und an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zusagen. Ich möchte mich auch bei den vielen Helfern bedanken, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich ist. Abschließend bei der Industrie und bei den beiden Hauptsponsoren der Sastomed GmbH sowie des Medical Data Instituts. Und ich wünsche uns nun einen erlebnisreichen, diskussionsreichen und informativen Kongress, um auf der einen Seite den Patienten- und Bewohnerschutz zu stärken, aber auch um das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen zu stärken. Ich sage meinen Studenten immer wieder, jeder Mensch, man müsste es etwas noch verdeutlichen, jeder selbstbestimmte Mensch hat ein Recht auf seinen Sturz oder hat ein Recht auf seine Selbstgefährdung. Ansonsten müssten wir auch alle Raucher, starken Raucher, unter Betreuung stellen. Das tun wir auch nicht. Mithin wünsche ich uns alles, alles Gute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.